So, wie ich gestern ja gesagt habe, habe ich bei meiner Freundin noch ein paar Dosen Tabak gefunden. Unter anderem auch den Eiskaktus von Holster. Da ist sogar noch, naja, gut was drin, wäre jetzt übertrieben, aber da ist noch etwas drin. Und ja, dann werden wir uns gleich ein leckeres Köpfchen darin bauen. Hier im wunderschönen Alpaka Lipace. Der Kopf hier ist für einen Aufsatz gemacht mit dem kleinen Rand hier. Ich rauche den sehr gerne mit dem Lotus 2. Läuft bei mir ein so und dann baue ich gleich den Kopf und zeige euch, wie ich das Ganze hier gebaut habe. So, das Köpfchen ist nun gebaut. Ich habe den Tabak jetzt noch ganz leicht abgetupft, weil unten in der Dose sammelt sich manchmal etwas viel Molasse. Aber das kann man ohne Probleme entweder mit einem etwas Haushaltspapier oder so einer Zwischenlage von Kohle etwas abtupfen. Und dann ist die Feuchtigkeit oben etwas weg und das Ganze kocht weniger über. Ja, Lotus ist schon mit am Vorheizen. Ich mache noch die Tabakblätter hier von der Mitte weg und dann sehen wir uns auch schon gleich wieder beim Fazit. So, Kopf läuft wie erwartet, schmeckt auch sehr gut. Eiskaktus habe ich jetzt ja schon sehr oft vorgestellt. Stattdessen werde ich heute mal sagen, was euch in Zukunft so erwartet, also in den nächsten paar Wochen. Sehr bald wird schon das nächste Video vom Ich baue meinen eigenen Tabak an kommen. Die Tabakpflanzen sind gekeimt, die werden wir jetzt dann bald pikieren. Das wird also die Tage kommen. Dann kommt auf meinem anderen Kanal noch ein Video, wo ich mein Gewächshaus aufbaue. Das ist ebenfalls geplant. Und ich habe noch zwei, vielleicht drei Unboxings von Pfeifen in der Pipeline. Die sollten auch so schnell wie möglich auf YouTube kommen. Im Moment ist es bei mir gerade etwas schwierig, weil ich schreibe in der Uni gerade noch die Bachelorarbeit. Die muss ich dann Mitte Juni abgeben. Deswegen habe ich leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte für alles. Und ich habe sehr viele coole Ideen und ich hoffe, ich kann die so schnell wie möglich umsetzen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, das wird schon sehr bald kommen. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.